Wer ist denn die? Time to go. I'm gonna get the truck pulled up round back. Do it fast. I gotta get my dad out of here. I don't plan on dilly-dallying. Honey, take Duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn, when you hear me honking in the alley, start getting people out of here. You got it. Doug, Carly, and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. Guys, that door's not locked anymore. Shit! You three, get on it! I'll get back as fast as I can! Stay away from the windows. Hilf mal! Hey, Lee! If we don't make it through this, you should know that I think you're a great guy. We will make it through this! Doug, if we don't make it through this, you should know! I should know what? Huh? You said I should know. Shit. Come on, Leute, die Klappe! On it. Are you sure? Oh, shit! What? Oh, shit! Okay, then. Clementine, can you look for something to stick in between the handles? Something real strong, okay? Okay. Okay. Ah! No, 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 no! Clementine, ich bin immer noch did you find anything? Nothing! Wait! The window is screwed! Go! Oh, ich schaff's. I found something! Gut! Das wird hoffentlich der Fall! Duck oder Carly? Ich hab keine Ahnung, wer ist. Ja, scheiße, hier. Tut mir leid. Duck. Aber sie hat die Waffe. Und du no, hängst schon. Get him off of me! Oh my God. Let's go! They got Duck. It doesn't matter. You gotta move! What? Jetzt hau ab, Clementine! Naja, ich komme auf. You're not covered with this, you son of a bitch! No! I'm not letting somebody else get eaten today. Danke. Especially a good friend. Oh. Das Leute. Oh. Ai, 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 ai. Traveler Motor. I said, oh, these are going to be important. It was so awesome. Meanwhile, inland, Atlanta's been downgraded temporarily to an E with attacks and rioting being reported in all places. And there was one, it was so awesome. Did you check the glass ball? I swear I saw it. You never go against me when you leave here. Man, can you just look over there? Everything we own would be lost if I left you alone for 5 minutes. Oh wei. Oh Gott. Na, Pizza? Ja?
Ich würde dich jetzt auch vielleicht mal versehentlich vergessen. Arschloch. Hey, Glenn. I think I need to go. To Atlanta? Yeah. I got friends there. And I just can't stay here knowing that they could be trapped in that city. Sounds like nobody knows what's happening there. When we left a few days ago, could have gone either way. I gotta take my chances. Das ist der Ort dann, wo Rick auf Glenn getroffen ist. Also verlässt Glenn uns jetzt hier, um seinen Weg zu gehen bei The Walking Dead. Find your friends. Be safe. Thanks, Lee. That means a lot. I don't mean to abandon you all, but this seems like an okay setup. And I'm sure things will be back to normal around here in no time. Let's hope. You guys be safe. We'll try. And Lee, you know, if this doesn't get better, people are going to give up. If the girl from upstairs. Are you just going to let them? You told Carly to give her the gun. Yeah, I did. Maybe you were right. I don't know how to handle something like that. Anyway, see you around. Mit dem Pizza-Auto. 37 Mal in die Brust. Sollen wir ihn stecken? Haben wir jetzt gar keine Waffe mehr, oder? Wo ist Carly? Oh, Mann. Erstmal Dankeschön. Hey, Kim. Close call back there. Thanks for picking me up. No problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. Hey, about Clementine. Yeah? Earlier I said there's some stuff out there that might screw up a precious little girl like her. You did. Well, I still think that's true. But after what I saw today, I think between you taking care of her and her taking care of herself, you two are gonna be just fine. Thanks, Kenny. You got it. Ich habe den erst für einen richtigen Dämmlack gehalten. Ist aber wahrscheinlich gar nicht mal. So, what about you? Okay. That's Carly. I'm sorry, Carly. How you doing, Carly? I'm okay. You know, considering. I do, yeah. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? I don't think so. Happened pretty fast. I know it's stupid. We just met. And he was such a... It's just that... I think that I liked him. Well, I'm sure he liked you too. You better have. Anyway, I'd rather be alone, I think. I understand. Wait, Lee? What is it? How did you choose? We both needed you. You picked me. I was gonna help you both. But you helped me first. Yeah, I did. I just wish we both could have made it, you know? Me too, Carly. Ich habe so eine tolle Stimme, ne? Ach, hätte ich wirklich so eine tolle, sexy Stimme. Ich brauchte den Utwein gar nicht so krass synchronisieren. Oh, ihr habt ja sehr kreative Todesmöglichkeiten für Larry. Ein 16-Tonnen-Gewicht. Ihm fällt ein Klavier auf den Kopf. Wie gesagt, 37 Mal in die Brust stechen. Ein Feuer in seinem Schlafplatz auslösen. Er könnte auf einer Bananenschale ausrutschen und mit dem Rücken auf der Kirchturmspitze landen. Ha. Nein, findet Rasta, Larry muss einen langsamen Tod sterben. Also verhungern klingt gut. Jeder Mensch hat Wesenszüge, die man nicht unbedingt mag. Das ist im Spiel wohl nicht anders. Entweder lernt man damit umzugehen oder man geht sich aus dem Weg. Nur geht das im Real Life wohl etwas einfacher als in so einem Spiel. Ja, allerdings. Okay, die beiden hatten wir. Ich finde ihn ja total nervig. Er labert die ganze Zeit im Hintergrund und immer wieder das Gleise. Und Clementine, it was so awesome. Hallo Sam. Na du?
Jumatron had this minigun on his shoulder. It's all like pow, pow, pow. I thought Super Dinosaur was toast. But you know what? He wasn't. Oh, and then... Hey, Duck, you want to cool it for a minute? Okay, sorry. I'm sorry, there's not a lot of kids here. No, it's not that. It's... I got grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Oh, I'm sorry. Thanks. I know I need to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Nah. Let me go deal with this. Oh, man. Clementine, another thing. What do you want? You like my daughter? No. Her dad tried to kill me, so... Well, he did that because he knows that Lee Everett is a convicted murderer. And so will everyone else if you go near her. You hear me? I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Mm-hmm. Hey, Lee, do you have a second? My dad would be dead if it weren't for you. Mm-hmm. That guy Doug is dead because of me. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor inn's pretty damn defendable. Truck? We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. They're worse places to call home. Yeah, you're right. You know, guys, I think it's going to be okay. Fuck. No. Kein Licht. Oh, Fortsetzung folgt. Ups. Nächstes Mal bei The Walking Dead. Kleine Vorschau. Das Traveling Motor. I thought we'd be fine if we survived the walkers. Never expected they'd starve us out. I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. You don't owe me anything, Carly. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Howdy. I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. I never did thank you for saving Duck from the walkers back at Herschel's farm. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The walkers don't worry me as much as the bandits. You fucking left! Now we're gonna take what we want! There's too many of them! Yeah! No more, please! No more, please! Lee, please! Oh, God. Oh, schön. Eine Auswertung. Aufrichtigkeit. Herschel angelogen. Du und 63% der Spieler haben die Wahrheit gesagt. Wen würdest du retten? Duck oder Sean? Du und 49% der Spieler haben Duck gewählt. Oh, das ist ja extrem ausgeglichen. Loyalität auf Kennys Seite. Du und 48% der Spieler haben Kenny verteidigt. Gnade. Irene die Waffe gegeben. Ach so, die ja. Du und 45% der Spieler haben ihr die Waffe gegeben und... Wen würdest du retten, Duck oder Carly? Du und 76% der Spieler haben Carly gewählt. Okay?
Die mittleren drei sind unglaublich ausgeglichen. Aha. Okay, bei Aufrichtigkeit und wen würdest du retten, habe ich so wie die meisten Spieler entschieden. Das finde ich gut. Puh, und in der Mitte habe ich mir wohl nichts vorzuwerfen. Denn wie gesagt, das ist ja ein extrem ausgeglichenes Verhältnis. Das muss ich mal sagen. Die Episode fandst du irgendwie am heftigsten. Was denn, die zweite? Ich erinnere mich an fast alles. Daher bin ich quasi nicht überrascht. Ach nein. Das war das erste Kapitel. Molkerei und so. Oh Gott. Von Telltale, ich habe es bei Wolf Among Us gehasst, dass man immer warten musste. Ja, aber es sind ja jetzt, also Episode 2 ist ja auch draußen. Ah, oder? Ja, ist es. Bei dir sind es 4 Jahre her, Mirai. Du hast da nicht das beste Gedächtnis. Ach, Rasta kann sich auch an alles erinnern. Lasso fand halt die nächste Episode am schlimmsten. Okay, gut, ich drücke jetzt einfach mal Start. Oder so. The Walking Dead, ein neuer Tag. Okay, dann würde ich sagen, machen wir aber auch für heute Schluss. Weil das fände ich jetzt total unangenehm, wenn ich eine Episode starten würde und nicht beenden würde. Kommen wir heute mal alle ein bisschen früher ins Bett. Dann würde ich fast sagen, wir spielen am Freitag die nächste Episode komplett durch. Denn wenn das hier genauso ist wie ungefähr bei Life is Strange, dann sollten wir auch bei jedem Stream eine komplette Episode schaffen. Nur ich schaffe es momentan konditionsmäßig nicht, 2 Episoden am Stück zu streamen. Das geht vielleicht am Freitag, weil mein Mann Nachtschicht hat. Aber heute Morgen sind wir früh aufgewacht und haben ein Auto gekauft. An alle, die es noch nicht wussten, wir haben heute ein Auto gekauft. Ich habe viele andere Dinge getan, wegen der Kommunion meiner Tochter. Insofern würde ich dann heute Schluss machen. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch groß was kommt, oder? Ah, viel Spaß, Einstellung und so. Aha, naja gut, dann würde ich sagen, wir verlassen das Spiel und machen für heute Schluss.